Wir gelangen zur kurzen Debatte über die Anfragebeantwortung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung mit Ordnungszahl 4709 durch AB. Die erwähnte Anfragebeantwortung ist bereits verteilt worden. Es ist jetzt 15 Uhr und die Tagesordnung wurde kurz unterbrochen, weil wir jetzt zu zwei kurzen Debatten kommen, die von Seiten der Opposition beantragt worden sind. Die erste kurze Debatte dreht sich um eine Anfragebeantwortung des Bildungsministeriums. Die Freiheitliche Partei hat Bildungsminister Heinz Fassmann gefragt, auf welche ausdrückliche Rechtsgrundlage er die Schulverordnungen stütze, mit denen ja jetzt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Schule verordnet wurde. Oder zum Wort gemeldeten Staatssekretären sollen nicht länger als 10 Minuten, das ist eine Sollzeit,